Herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Ich darf Thorsten Fink begrüßen. Samstagabend, 18.30 Uhr, Spiel bei der Hertha. Thorsten Wiermann, kleinen Ausblick bitte über die Personalsituation. Marcel Jansen hat sich den Zeh ziemlich übel geprellt, konnte bislang nicht trainieren. Wie sieht es aus bei ihm? Wird er dabei sein können? Also geprellt ist gut, er hat den Zeh gebrochen. Also von daher wird das nicht funktionieren, dass er dabei sein kann. Er hat noch einen ganz dicken Zeh, also kann man nichts machen. Wir müssen schauen, wer dann hinten links spielt. Zichin Lahm wäre eine sehr gute Alternative, der aber seit knapp 4 Monaten kein Spiel mehr gemacht hat, auch nicht in der zweiten Mannschaft. Der aber jetzt die 2-3 Tage jetzt sehr, sehr gut trainiert hat. Also von daher wäre es meine Alternative. Wir müssen schauen, ob das auch geht. Er hat auch eine leichte Verhärtung, aber ich denke, das wäre meine erste Option fürs Wochenende, weil ich auch von ihm absolut überzeugt bin. Und ansonsten, ja, will jetzt auch nicht wieder sagen, wer jetzt von Anfang an spielt und so weiter. Wir werden nicht viel verändern, notgedrungenermaßen, also auf der Linksverteidigerposition. Und ich überlege mir natürlich, ob ich Hodnev wieder reintue. Und ansonsten gilt es natürlich, die Woche wieder auszublenden, weil sonst können wir ja Samstag nicht gewinnen. Wir müssen wieder positiv sein. Unsere Mannschaft hat auch häufiger gezeigt, dass sie nach schweren Rückschlägen immer wieder zurückgekommen ist. Das haben wir geschafft, auch letztes Jahr. Und von daher, die Saison ist noch sehr jung. Wir haben 2 Spiele, eins sehr, sehr gut, eins sehr, sehr schlecht. Und jetzt gilt es natürlich, so schnell wie möglich in Tritt zu kommen und auswärts eine Top-Leistung abzuliefern. Und das ist möglich. Danke dir. Gibt es Fragen? Sicher, Babak? Was machen in der Zwischenzeit Auro und Rincon? Werden die hier trainieren oder was passiert? Natürlich. Wir werden trainieren. Ja. Habt ihr auch jemanden, der die trainieren kann? Ja, 100%. Machen das doch immer so, wenn Spieler nicht mitfahren. Die ruhen sich ja nicht dann nochmal aus und fahren nochmal weg. Sondern die werden dann trainieren. Ja. Und ich hoffe, dass er nicht noch mehr herausfindet, dass ein anderer Spieler noch woanders war und der auch noch hinter. Muss ich auch noch mitspielen vielleicht am Ende. Bitte. Erste Frage, was hat Lahm für eine Verhärtung? Oberschenkel. Ja. Ja, aber es ist eben Verhärtung. Er hat viel gemacht halt jetzt in den letzten paar Tagen mit der Mannschaft. Ist ja erst richtig die erste Woche, wo er voll mittrainiert. Und da ist es auch normal. Vielleicht nehme ich ihm bei der einen oder anderen Übung heute im Training ein bisschen mehr raus. Aber er trainiert natürlich mit, ganz normal. Zweite Frage, es gab ja gestern so ein bisschen Hickhack, ob Aogo nun wirklich suspendiert ist oder nicht. Das war sicherlich auch vor dem Hintergrund, also dass... Ist niemand suspendiert in dem Sinne. Ja, er hat... wir haben darüber ja schon gesprochen. Das war nach dem Spiel nicht in Ordnung. Ansonsten habe ich nichts dagegen, wenn die Spieler am Montag mal wegfahren. Aber ich glaube, nicht angebracht. Und jetzt gucken wir nach vorne. Wir müssen und wollen und sind da auch konsequent. Ich habe mich mit Olli Kreuzer zusammen abgesprochen. Das darf man ja wohl, dass man mit seinem Sportdirektor zusammen was entscheidet. Dafür sind wir ein Team. Und und wir haben halt zusammen so entschieden. Und jetzt müssen wir es natürlich auch durchziehen. Jetzt ausfällt? Ja, Dennis Aogo habe ich nicht als Linksverteidiger vorgesehen. Er ist letztes Jahr tief in die Hose gegangen. Ich glaube, bei Bayern hat er dort Linksverteidiger gespielt und deswegen haben wir da schlechte Erfahrungen gemacht. Da will ich ihn eigentlich nicht mehr einsetzen. Weitere Fragen? Simon? Thorsten, es ist ja so einiges passiert die letzten Tage. Es hat sich eine ganze Menge Spannung aufgebaut, hat man den Eindruck. Wie gehst du persönlich mit diesem Druck um, der so entstanden ist? Ja, Druck. Druck habe ich immer. Also Druck, Kampf, wenn Fußballer oder Trainer oder in dem Bereich, wenn einer damit nicht umgehen kann, dann sollte er einen anderen Beruf auswählen. Und ich glaube, nochmals im letzten Jahr,
war der Druck noch viel, viel höher oder im vorletzten Jahr, als wir hätten absteigen können, weil das wäre immer an meiner Person festgemacht, weil ich der Trainer gewesen wäre, der abgestiegen wäre das erste Mal mit dem HSV. Jetzt haben wir ein Spiel verloren und es war sicherlich ein ganz schlechtes Spiel von uns, das wissen wir, aber es war ein Spieltag. Und jetzt schauen wir wieder nach vorne. Es ist am Anfang der Saison und wir können ja jetzt nicht den Spielbetrieb einstellen wegen einer Woche, ja, sondern wir wollen weiter nach vorne. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie solche Rückschläge auch verkraften kann. Im letzten Jahr haben wir häufiger ja sowas geschafft und jetzt muss sie weiter nach vorne schauen. Sie hat ja auch auf Schalke gesehen, dass es geht, dass sie auch eine gute Mannschaft sind, nur dass sie dementsprechend gewisse Dinge umlegen müssen oder anders machen müssen, um erfolgreich Fußball zu spielen. Du bist ein Verfechter einer selbst agierenden, offensiven Spielweise grundsätzlich. Willst du so auch auftreten mit deinem Team in Berlin oder nach dem letzten Spiel doch eher abwartender, defensiver als sonst vielleicht? Ja, wir wollen einfach so spielen, dass wir gewinnen. Und letztendlich bin ich kein Trainer, der nur auf Konter spielt und das hat man ja vorher gewusst. Wir haben aber mit genau dieser Spielweise in den letzten zwei Spielperioden oder Jahre haben wir unsere Ziele erreicht und in diesem Jahr bin ich fest überzeugt, dass die Mannschaft diese Ziele auch erreicht oder der Club. Ich werde, sicherlich spielt man auswärts einen Tick anders als zu Hause, aber das gibt uns dann vielleicht nochmal neue Aufschlüsse für das Heimspiel. Vielleicht spielen wir dann nächstes Mal so wie auswärts, ein bisschen defensiver, warten vielleicht ein bisschen mehr ab. Und dann müssen die Leute das akzeptieren. Aber jetzt wollen wir erstmal am Wochenende dieses Spiel erfolgreich gestalten. Das ist erstmal das Nächste. Und nochmals, die Mannschaft hat die Qualität, auch Hertha vor großen Problemen zu stellen. Das ist eigentlich nur eine Frage, weil es ist im Training mal so vielleicht probiert haben, vielleicht hat es auch gerade von der Aufteilung gepasst. Könnte Tah eine Alternative für die Startelf sein oder war das jetzt nur so eine Trainingsform, wo das gut gepasst hat? Tah könnte auch eine Alternative sein. Es kann ja sein, dass Ziege nicht spielen kann, dann muss ich schauen, wer spielt Linksverteidiger. Ich habe mit Jiraschek und Heiko Westermann zwei Alternativen. Wenn Jonathan weiter so gut spielt, habe ich dann keine Angst, ihn spielen zu lassen. Aber normal im Zentrum war das jetzt immer auch im Training. Ziege kann mit Ziege links spielen und Heiko und Lasse in der Innenverteidigung. In der Reihe hast du Tah in der Mitte und Lahm auf links. Ja, aber wir haben doch ein bisschen, ja, wir haben aber doch trotzdem die Mannschaften, sie sehen ja sowieso immer alles. Wir haben die Mannschaften ja gemischt. Es ist nicht so, dass irgendeine in ihren Augen A gegen B11 gespielt hat, sondern wir haben mal so gespielt im Training. Ich muss ja nicht jedes Mal, wenn ich den einen oder anderen zusammenspielen lasse, am Anfang einer Woche, muss ich erklären, dass die vielleicht am Wochenende doch nicht zusammenspielen können oder doch zusammenspielen. Oder war das jetzt die A11 oder B11? Ich glaube, irgendwann geht es dann doch zu weit. Ich glaube, dass wir unsere Pressekonferenzen haben, dass wir da, glaube ich, immer wieder dann drüber reden können, aber dass wir nicht jeden Tag über jede Kleinigkeit, die im Training passieren, die gesehen werden, irgendwie, dass man darüber immer wieder spricht und was man alles sehen will. Ich glaube, das ist schon schwierig. Und das sieht man dann immer am Donnerstag, Freitag, im Abschlusstraining, wie es dann am Wochenende aussehen wird meistens. Ja, ist klar, es macht das. Nee, ist gut, macht es interessant. Ich finde es auch gut, wenn das in Fußball interessant bleibt. Wenn man über Positionen spricht, das wäre das positivste Thema in dieser Woche. Ja, hundertprozentig. Lars, bitte. 50 Jahre Bundesliga am Sonnabend. Ihr, glaube ich, lauft da gerade zu dem Zeitpunkt 17 Uhr. Ist das ja da wahrscheinlich, oder fahrt da mit dem Bus da rein, da ins Olympiastadion. Hast du dich damit mal beschäftigt, 50 Jahre Bundesliga und der HSV, immer dabei? Ob ich mich damit beschäftigt habe? Ja, ich war 20 Jahre mit dabei. Also von daher habe ich mich da ein bisschen mit beschäftigt, mit der Bundesliga. Das ausgerechnet jetzt, das 50. Jahr, jetzt freue ich mich natürlich, dabei sein kann als Trainer, bin froh, weiterhin so mein Kind der Bundesliga sein zu dürfen und freue mich gerade in diesem Jubiläumsjahr da noch mit dabei sein zu dürfen. Kleine Information vielleicht noch zu dem Thema, das Stadion wird auch hier geöffnet sein am Sonnabend ab 16 Uhr, um 17 Uhr springt ja dann die Uhr um, da ist dann
ist mir aufgeschrieben, Nord-Arang geöffnet und alle Leute, die das verfolgen wollen, sind auch herzlich willkommen. Weitere Fragen an Thorsten? Frage zu Jansen, der hat den Zeh gebrochen. Vielleicht können Sie nochmal sagen, was denken Sie, wie lange er ausfällt? So ist es. Manchmal ist es so, manchmal so. Wir haben es ja gerade schon. Ja, das ist, kommt immer darauf an, wie sehr er mit Schmerzen umgehen kann. Ich glaube, diese Woche ist es nicht auszuhalten mit dem Zeh, aber wir haben dann noch eine Woche. Schauen wir mal, ob er nächste Woche spielen kann, wie Sie es gesagt haben. Manchmal ist es so, manchmal so, ob, wie groß der Schmerz ist, ob man den auch ausschalten kann durch eine Betäubung. Und danach haben wir ja auch 2 Wochen wieder Länderspielpause. Und ich denke, dass auf jeden Fall danach er wieder fit ist. Es geht jetzt nur noch um nächste Woche. Dass er morgen nicht mit nach Berlin fährt? Ja. Ich meine, Sie wissen, wenn er morgen kommt und sagt, der Schmerz ist weg, dann kann ich, Entschuldigung, dass ich dann wieder nicht weiß, was hier los ist im Club. Aber es tut mir, dann würde ich ihn auch trotzdem mitnehmen. Definitiv ist immer so eine Aussage. Wenn er jetzt morgen kommt und sagt, der Schmerz ist weg, ich hab's nicht mehr, dann muss ich sagen, dann muss ich dich mitnehmen, auch wenn ich dem jungen Herrn von der Presse was anderes erzählt habe. Und bin ich immer noch der gleiche Mensch. Aber das mit Ärzte gesagt haben, wird es nicht schaffen. Bitte. Wie sehr beeinflusst denn so ein 1:5 dann auch die darauffolgende Trainingswoche? Ja, die beeinflusst natürlich immer ein wenig. Ich mache mir natürlich auch Gedanken, was können wir besser machen. Wir haben ja die letzte Woche überhaupt gar nicht zusammen trainieren können. Am Freitag waren erst alle Spieler da. Ich hoffe mal, dass es jetzt daran lag, weil das wäre dann das Beste fürs nächste Spiel. Jetzt haben wir die Woche schön zusammen trainieren können, wie vor Schalke, und machen ziemlich die gleiche Vorbereitung. Und von daher beeinflusst das immer ein bisschen. Ich gucke natürlich, wo waren unsere Stärken, wo waren unsere Schwächen, woran können wir arbeiten. Weiter, wir haben ja auch nach vorne ein paar Probleme gehabt. Ja, wir sind zu sehr nach vorne gelaufen. Natürlich beeinflusst das in dem Sinne das Training, dass ich den Jungs mal sage, im richtigen Moment gehen. Ja, wir wollen natürlich auch nicht ins offene Messer laufen. Den einen oder anderen mal zur Seite nehmen im Training, wenn mir was auffällt. Also ein bisschen beeinflusst jedes Spiel, was vorher war, natürlich die nächste Trainingswoche sollte ein bisschen. Okay, Thorsten, vielen Dank. Viel Erfolg. Samstagabend in circa 5 Minuten kommt dann Heiko Westermann. Also, danke. Ja, machen wir weiter. Herzlich willkommen, Heiko Westermann. Heiko, der Trainer, war gerade hier, war ganz gut drauf, hatte das 1:5 gegen Hoffenheim offensichtlich gut verarbeitet. Wie sieht es in der Mannschaft aus? Wie ist die Stimmung vor dem Spiel bei der Hertha Samstagabend? Was habt ihr euch vorgenommen? Ja, wir sind natürlich heiß aufs Spiel jetzt und wollen wieder unseren Fehler von Samstag, von letzten Samstag, unser schlechtes Auftreten wieder gut machen in den letzten 25 Minuten und freuen uns auf das Spiel. Sehr gut. Fragen an Heiko Westermann. Ansonsten wird das die kürzeste Pressekonferenz aller Zeiten, aber du bist ja da. Heiko, ihr müsst ja ein bisschen variieren in der Viererkette. Ist das ein großes Problem? Denke ich im Moment nicht. Klar, wenn Marcel ausfällt, ist natürlich, bricht uns schon eine starke Person weg, aber wir sollten das einfach im Verbund besser machen wie letzten Samstag und dann werden wir schon weniger Probleme haben. Könntest du dir vorstellen, Linksverteidiger zu spielen? Wieso denn nicht? Frag dich, weil du ja grundsätzlich, glaube ich, Innenverteidiger bist, oder? Ja. Wenn es Not am Mann ist und es wird da benötigt, dann werde ich mich dafür in die Bresche werfen, auf jeden Fall. Wann hast du zuletzt mal Linksverteidiger gespielt? Ich glaube, in der Nationalmannschaft. Ja. Wie war denn so der Umgang untereinander in der Woche jetzt, nach so einem Spiel? Wie geht ihr als Spieler, du ja auch als erfahrener Spieler, mit den Leuten um? Wie spricht man miteinander? Verändert sich das? Ja, natürlich. Die Stimmung ist natürlich schon die ersten Tage angespannt, das ist doch ganz klar. Aber wichtig ist, dass wir trotzdem nach all dem, was wir jetzt auf die Fresse bekommen haben, wieder die Lockerheit und die Konzentration, der Fokus auf das Spiel in Berlin gelegt ist. Ne? Wir werden
Wir werden da nicht bestehen können, wenn wir hier total verkrampft auftreten. Das heißt, es darf auch wieder mal gelacht werden und es darf auch wieder mal Spaß gemacht werden. Weitere Fragen? Lars? Ja, gut, das Spiel war ja das eine, so was diese Woche angeht. Dann zwei Tage Mallorca, Aufsichtsrat und so weiter und so fort, hier rein. Was würdest du sagen, was für ein Bild dieser Verein wohl so abgibt derzeit? Ja, das hat uns als Spieler nicht zu interessieren. Wir stehen jetzt erstmal in der Pflicht, die nächsten Tage und Wochen und müssen für ein gutes Auftreten sorgen. Und dann wird sich auch das schnell wieder wenden, das Bild. Ja, das ist sicher so. Margus, hast du noch auf? Als Abwehrchef, wenn man dann 8 Gegentore hat nach 2 Spieltagen, dann wie sehr kratzt das an deiner Ehre? Das zustande kommt mal außen vor, aber so für dich selbst, du bist ja dann auch zu Hause und denkst über deinen Job nach und was du falsch machst, was du richtig machst, wie sehr kratzt das an deiner Ehre so schon wieder? Ja, das ist doch keine Frage. Ich meine, klar denkt man darüber nach. Ich meine, das waren jetzt 2 verschiedene Spiele, die wir abgeliefert haben. Auf Schalke, okay, da schaue ich mal hinüber, aber gegen Hoffenheim zu Hause waren wir einfach kein Team gewesen, die letzte halbe Stunde. Das habe ich schon gesagt letzte Woche. Und aber ich werde da nicht aufgeben, ich werde mich da für jeden auch einsetzen in der Mannschaft, jeden den Rücken stärken und ich werde da weiterhin vorne wegmarschieren, weil ich glaube und weiß, dass sich das zum Guten wenden wird irgendwann. Okay, Heiko? Ja, sorry, Lars. Ja, ganz kurz mal, Heiko, was diese Standardzuordnung angeht. Ne? Ihr habt ja ein bisschen was verändert. Also erst Mann, dann Raum, dann so eine Mischform. Ist das nach wie vor so, dass Lasse und du, dass ihr da Raum spielen sollt? Oder wie sieht das denn etwa aus? Ja, machen wir eigentlich einen kompletten Verbund, spielen wir Raum. Wir sind da bisher gut gefahren mit. Das werden wir weiterhin so machen. Alle. Worte an deine Leute richten oder mehr Aufbau? So aufbauende Worte an die. Ist ja auch so, wir neu dabei und ist dann bei so einem Dilemma gleich dabei. Baut man den eher auf oder geht man? Natürlich, natürlich. Das ist doch keine Frage. Ich meine, Pflichtspiele sind immer auch was anderes. Es war jetzt das dritte Pflichtspiel und da ist wichtig, miteinander zu reden und das zu analysieren und vielleicht auch mal die Spieler, die neu sind, zu fragen, wie es ausschaut, wie es vielleicht, wie sie das kennen oder wie sie es wollen und ist doch ganz natürlich. Markus. Wurde dann ja relativ schnell irgendwie ein Mentalitätsproblem ausgemacht, ne, in der Mannschaft, das kannst du wahrscheinlich nicht unterschreiben, oder? Das ist ja Schwachsinn. Wir haben eine gute Mannschaft. Ich habe ja gesagt, Wir sind einfach noch nicht gefestigt genug als Mannschaft. Ja, das stimmt, aber das hat nichts mit der Mentalität zu tun. Wir sind, brechen in engen Situationen, brechen wir zu schnell auseinander, aber das hat nichts mit der Mentalität zu tun, sondern allgemein im Verbund müssen wir da besser werden. Ja, Heiko, vielen Dank. Das war es offenbar. Ist gerade hier reinbekommen, ganz kleine Info noch, Pokalspiel, 2. Runde HSV gegen Heikos ehemaligen Verein Greuther Fürth am Dienstag, den 24.09. um 20.30 Uhr hier bei uns in der Emtich Arena. Viel Erfolg am Sonnabend und schönen Nachmittag. Danke.